Moin und willkommen zum Unboxing-Video von der Number One Sun S2 Smartwatch. Die Smartwatch habe ich netterweise vom Gearbest Online-Shop gestellt bekommen und den Produktlink dazu findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. So, worum handelt es sich hier? Bei der Number One Sun S2 Smartwatch haben wir eine China-Smartwatch mit einem runden Display. Meines Wissens nach, neben der Z Plus 360, die auch unter anderen Namen bekannt ist, gibt es keine andere Smartwatch aus China mit einem runden Farbdisplay. Also ziemlich interessant. Und den wollen wir uns erstmal anschauen. Hier erstmal die Verpackung, nichts Besonderes. Hier ein paar Sticker mit CE und QC-Logos drauf. Auf der Rückseite haben wir die angeblichen Spezifikationen. Wir haben eine Circle Dial, sprich wir haben mit einem runden Display eine Smartwatch, haben ein IPS-Screen, angeblich sehr gut in den vorangegangenen China-Smartwatches, waren oft nur die alten TFT-Screens drin. Haben kapazitiven Touch, haben 128 MB an ROM und 64 MB an RAM, andersrum offiziell. Und haben einen Heartrate-Sensor, haben angeblich einen Electrocardiogram-Support. Was genau das ist, werde ich noch versuchen herauszufinden. Wir haben einen Thermometer-Support offiziell, einen Pedometer-Support und hier noch die Sizes. So, lang gesprochen, gucken wir erstmal ran, was dort wirklich drin ist. In dieser kleinen Umverpackung empfinden wir noch die nächste kleinen Karton mit Smartware drauf und man kann es hier hoffentlich sehen, mit glänzender Aufschrift noch einige kleine Logos, Piktogramme aufgetragen. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, öffnen wir es und hier haben wir als erstes, stich direkt ins Auge, die Uhr und die ist durchaus schwer, also wirkt nicht wirklich billig. Obwohl, ich muss sagen, ja okay, das Band an sich wirkt echt nicht hochwertig. Ich habe die silberne Version mit dem silbernen Metallband und man merkt hier, das Band gerade sticht mir ins Auge, ist auf jeden Fall nicht hochwertig. Was sich aber auf jeden Fall hochwertig jetzt gerade anfühlt, ist die Uhr selber. Also ich meine, diesen digitalen Bereich hier. Sieht schön aus, das Metall fühlt sich schön an, ist kühl, ist deutlich fühlbar in der Hand. Es fühlt sich nicht so leicht an wie hier diese lapprige Kette. Hier an der Seite haben wir die digitale Krone, sprich wir haben hier die Kamera drin und hier haben wir einen Home-Button. Hier haben wir noch den Display, noch schwarz, währenddessen wir hier auf der Rückseite den Pulsmesser haben, sowie hier auch die Auflade- bzw. USB-Kontakte. Das ganze Ding schalte ich auch gleich nochmal an. Jetzt zeige ich erstmal kurz noch, was alles noch weiteres hier drin ist. So, hier das kleine Kunststoffding. Dann haben wir hier noch eine weitere Packung, die ich hier aufmache. Wo ein ganz normales Micro-USB-Kabel drin ist. Und im Deckel hiervon befindet sich dann die Aufladeschale sowie eine kleine Anleitung. Auf Englisch, wie ich jetzt gerade sehe. Englisch, Englisch und Chinesisch. Und hier die Aufladeschale, wo dann, denke ich mir mal, die Smartwatch hier drauf kommt, um sie aufzuladen bzw. mit dem PC zu verbinden. Ah, ist auch, wie man merkt, magnetisch. Zieht sich direkt dran. Das ist gut. So, das ist an sich alle Sachen, die mitgeliefert sind in der Number One Sun S2. Und wie gesagt, ich schneide jetzt gleich noch ein kleines Hands-on dran, wie das Menü und sowas verhält. Und sobald ich die komplette Review fertig habe, werde ich diese in der Produktbeschreibung verlinken. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, wenn ihr noch nicht abonniert habt, mein YouTube-Channel, wäre natürlich super nett, wenn ihr es machen würdet. Aber wenn nicht, dann habt immer noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. So, ich habe die Number One Sun S2 nun seit einem Tag in Gebrauch und zeige euch jetzt mal ein kleines Hands-on, was ich so in dem einen Tag jetzt so alles durchgetestet habe. Habe mal kurz geguckt, wie sich das ganze Menü aussieht, wie man das ganze Menü durchnavigiert. Und zeige euch mal kurz ein paar erste Eindrücke, weil die komplette Review möchte ich erst geben, wenn ich wirklich dazu Langzeiterfahrungen habe. Und wie gesagt, hier zeige ich jetzt mal kurz, wie das ganze Ding zumindest so im vorgeführten Betrieb aussieht. Anschalten lässt sich die Uhr über diesen Home-Knopf hier an der Seite, indem man den länger drückt. Dann erscheint hier das Number One Logo. Und es ist an. Und man sieht hier, wir sind hier im Hauptmenü. Es versucht jetzt sofort zu connecten. Das Ganze ist schon eingerichtet auf meinen Elephone P3000S. Ich mache jetzt hier auch Bluetooth an. Es sagt Connection failed, wahrscheinlich noch gerade. Und es ist connected. So, wir sehen jetzt auch sofort, weil ich noch keine Notification-Filter reingesetzt habe, dass es wirklich alle Notifications
zum S2 rüber pusht. Denn diese Notification ist jetzt dieses kleine Logo, was immer wie immer da ist, das halt gerade sagt, dass wir connected sind dazu. Können wir hier auch unten rechts auf das View gehen und wir sehen hier den Notification-Text, das, was genau oben in der Notification-Statusbar stand. Können wir auch Options, können wir auch, nettes Feature auf jeden Fall, können wir direkt jetzt auch von der Smartwatch aus direkt blocken das Programm oder wir können einfach eine deleten oder falls wir mehrere Notifications haben, direkt den ganzen Block emptieren. Wie gesagt, so sieht das Hauptmenü auf, indem man kommt, wenn man die Smartwatch einschaltet. Wir haben hier die Uhrzeit, oben eine kleine Statusbar mit ein paar Informationen und zwei Shortcuts zum Dialer als auch zu den Messages, zu den normalen SMS. Also man kann dann auch alle SMS lesen, die auf dem Handy gespeichert sind. Jetzt sieht man auch gerade, es geht aus und schaltet jetzt gerade in diesen Analog Watch Face Modus über, wo wir drei verschiedene Watches Faces haben. Meiner Meinung nach ein bisschen wenig Auswahl, was ich bisher gesehen habe, auch nicht unbedingt mega schön. Gehen wir mal kurz mehr rein. Man kann auch in den komplett Off-Schalter gehen, wenn man hier drauf drückt wieder. Und wir haben hier eine so aussehende. Dann noch eine Rolex-Uhr. Wie eine dritte Analog-Watch-Face. Und da sind wir beim Standard. So, gucken wir mal kurz, wie das ganze Menü aussieht. Damit geht man mit einem Rechtswisch rein und haben hier den Dialer, Messaging, Phonebook, Calllogs, Bluetooth, Remote Notifier, Remote Capturing, Anti-Lost, die normalen Settings, der Schrittzähler, ein Sleep Monitor, ein Erinnerungsmechanismus, der erinnert, wenn man sich zu lange nicht bewegt hat. Nett gemacht, der Quick Response zeigt einen direkt den QR-Code an, dass man direkt die APK runterladen kann. Dann haben wir Alarm, einen kleinen Calculator, der auch, wenn man sich das erste Hands-on angesehen hätte von Number One, deutlich verbessert wurde. Also es ist auf den runden Bildschirm jetzt angepasst. Klappt auf jeden Fall. Dann können wir rausgehen. Wir können verschiedene Profile direkt auswählen, sprich ob wir wirklich Töne haben wollen, weil das Ding hat auch einen Lautsprecher drin. Oder Meeting, Outdoor, wie man sie eben auf dem Android kennt. Haben einen File Manager drauf. Und stimmt, wir können auch hier direkt, kann ich mal kurz zeigen, die Kamera. Die Kamera ist vorhanden, also sie ist eben hier in der kleinen Krone drin, aber sie ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Ich habe noch nachgeguckt, also es scheint wirklich 300 Kilopixel große Bilder zu machen. Also man sollte nicht so erwarten, aber um kleine Schnappschüsse zu machen, ist es vielleicht ganz nett. Ich werde es ganz normal weiter austesten. Man kann auch Musik hören, also entweder darauf die Musik packen oder man kann es als Fernbedienung für den Musikplayer auf dem Handy nutzen. Haben hier den Heartrate Monitor, den kann ich auch mal kurz einschalten und Start drücken. Und wir sehen, hier unten geht auch wirklich die LED an. Der ist nach meinen Erfahrungen bisher manchmal ziemlich genau, manchmal ziemlich weit weg vom Schuss. Bisschen mal zu gebrauchen, also für ein nettes Feature auf jeden Fall. Hat auch eine Thermometer wirklich in der Tat, scheint auch gut zu funktionieren. Und das war an sich auch schon das Hauptmenü mit all seinen Sachen. Können wir wieder zurückgehen mit der Home-Taste. Und insgesamt fällt mir das Ding wirklich bisher ganz gut für den Preis und ich bin gespannt auf meine Langzeiterfahrungen. Und ich wollte erstmal kurz zeigen, wie das Menü und so weiter aussieht und ja, hoffe ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben. Sobald ich das Review fertig habe, wie immer, werde ich das Ganze in der Videobeschreibung verlinken. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.